Mist, so ein Kack. Scheiße. Wir gehen jetzt runter, wir müssen jetzt raus. Ja, okay, das Hallo und herzlich willkommen zu der täglichen ODR Talkshow. Das heutige spannende Thema ist Fortnite. Und hat es einen schlechten Einfluss auf unsere Kinder? Bei mir im Studio begrüßen wir Johnny Smith, ein Mitarbeiter von Epic Games, Markus Müller, ein Experten für Computerspiele und Oskar Winter, ein Experte für Verhaltensstörungen. Zuerst lassen wir Oskar Winter, unseren Experten für Verhaltenswissenschaften, zu Wort kommen. Oskar Winter, wie sehen Sie das? Also ich als Experte finde, dass das Verhalten der Kinder, die Fortnite spielen, deutlich geschädigt wird. Deshalb finde ich, dass Fortnite schlecht ist. Okay, danke schön. Wir fragen jetzt nochmal unsere Experten, zuerst unseren Experten für Videospiele. Also ich sehe ein Konzept von Fortnite als nichts schlechter, denn es hat gute Animationen und ist ein im Grunde harmloses Spiel. Natürlich wird dadurch Gewalt etwas verharmlost, aber das machen andere Spiele ja auch. Jetzt kommen wir zu unserem letzten Gast, ein Angestellten von Epic Games. Was sagen Sie dazu, Johnny Smith? Ich finde an Fortnite nichts schlechter. Epic Games meines Erachtens nach keine schlechten Spiele entwickelt. Okay, nach 5 Stunden können wir dann auch endlich zum echten Thema kommen. Was ist denn das für ein Dreck hier? Ach, sowieso keiner. Ich zock jetzt. Also ich als Experte finde, dass das Verhalten dieser Kinder, die Fortnite spielen, deutlich geschädigt wird. Nochmal. Er ist Angestellter von Riot Games. Was sagen Sie dazu, Johnny Smith? Epic Games, ja. Scheiße. 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 Stopp, Alter. Nico, verpiss dich doch mal hinten, Alter. Nico, du hast und dann scheiß mal wieder aufgenommen. Ach so?